das Wheelie heißt im nächsten Video. Du bist komplett lackiert, schon staubig. Seitenschweller, Frontschuhstangen sowie auch Rückschuhstangen sind sich noch nicht dran. Steuerrad ist schon drin. Mit Energy Quick Release. Die Türen. Und dann noch. Oder 20 minutes later. Ja, aber dann habe ich da die Aussparung für den Käfig, dass das durchgeht. Da hinten das gleiche auch. Ich da unten, dass das da hinten Platz hat. Da. Das wird noch frisch bezogen. Für das habe ich Stoff. Auf die andere Seite. Sieht man auch noch, wie es fittet. Da sicher auch grossen Dank an Weiniger Lexo. Der hat sich dort die Mühe genommen, das Zeug ausgeschnitten und das Sanitärröhrli angepasst. Und der wird da bitte nachher mit dem Stoff noch bezogen. Der Fischli, passt zu diesen Fischli. Fischli, Fischli. Fischli! Ja, das mal so weit zum Innenraum. Jetzt Motor. Das ist die Oberkörperkrümmung. Laderluftrohrige Stinne. Low off. Dann noch die andere Seite. Vom Lader oben runter. Führen aus dem. Scheiße drin. Das AGI hat reingewählt. Das ist wirklich ganz geil rausgekommen. Ganz, ganz geil. Und ganz, ganz viele Dash-Leitungen, die ich mittlerweile noch von drinnen habe. Hier für meine Kurbelgehäuseentlüftung. Und nachher dann auf Catch-Tank gehen. Den habe ich mit Dash-Leitungen gemacht. Servoleitungen, hier die silbrigen, die übergehen auf Servopumpe und Catch-Tankli. Dann haben wir Ölkühlerleitungen. Ölkühler haben wir hier unten. Noch Benzinleitungen sind noch in Produktion. Das ist dann so da liegt, vom Benzinfilter. Und das hier ist noch Kupplungsleitung, die ich auch noch anschliessen muss. Aber gefiltert. Die Kühlung habe ich die zwei Ventilatoren hier von Mishimoto, die direkt eigentlich an Wasserkühler passen. Nachher zusätzlich noch, ich weiß noch nicht, ob es braucht oder nicht, habe ich den Anschluss auf den Apparator. Da ist jetzt mal einfach runtergelegt. Lüfter, der hier zwischen Ladeluftkühler und Ölkühler drinnen ist, um die hier hinten zu unterstützen. Ja?
etwa so das.